Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Wir spielen wieder weiter als der Ceratosaurus Sally. Die hat nämlich schon eine Folge überlebt. Aber wir sind ganz schön angeschlagen. Na gut, der rote Rand da ist schon fast weg. Also so schlimm scheint es dann doch nicht zu sein. Ich werde jetzt mal versuchen, hier vorne schnell zu trinken. Sieht jetzt nicht so aus, als wenn mich hier ein Croc überraschen würde. Das Problem ist halt, ich habe gerade super laut hier geschrien. Und deswegen wissen die auf jeden Fall, dass ich hier bin. Aber es ist da eher unwahrscheinlich, dass genau in diesem Seitenarm jetzt eins auftaucht. Ich werde jetzt aber erstmal wieder zurück Richtung Sumpf wandern. Ich glaube, da vorne durch das Tor kommen wir wieder in diesen Tunnel. Und durch den Tunnel kommen wir direkt in den Sumpf. Können wir uns noch so den Darm. Dann haben wir die Diät auch fast voll. Ich esse jetzt hier noch die Reste vom Skelett. Das füllt dann auch ein bisschen weiter die Diät noch auf. Und ansonsten sind wir dann wieder gut dabei. Da vorne ist was. Ein kleines Beutetier oder so weiter. Ja, guck mal. Oh Gott! Du hast gewonnen, Ziege. Oder Reh. Alter. So, die Sonne geht wieder auf und die Knochen sind heile. Wir können weiterziehen. In diese Richtung müsste auch irgendwo Wasser kommen. Das war zumindest mein Ziel. Und dann bin ich halt auf dieses kleine Reh oder die Ziege reingefallen, was auch immer das war. Oh, guck mal, hier ist sogar das Gewässer. Das ist ja richtig gut. Das heißt, hier können wir mal eben trinken. Und ich denke auch nicht, dass hier ein Croc drin ist. Das wäre schon sehr, sehr absurd. Mein Plan hat sich übrigens jetzt geändert. Wir gehen jetzt nicht in den Sumpf. Wir gehen jetzt nämlich erstmal zu diesem großen See in der Mitte. Da, wo ich auch als Dino war. Weil da ist auch immer relativ viel los. Da wollte ich halt mal gucken, ob wir da vielleicht Beute finden. Wir werden langsam schon wieder hungrig. Das geht echt schnell mit dem Cerato. Da muss man immer direkt die nächste Beute jagen. Boah, da oben. Da ist sie. Jetzt gibt's Rache. Ich kann nicht zubeißen. Oh nein, ich habe diesen Bug. Oh, jetzt. Und es war eine Ziege. Ist auch nichts für unsere Diät. Ah, die werde ich trotzdem essen, weil sie mir die Beine gebrochen hat. Oh, hier ist ein Teno. Schau mal einer an. Wenn er da an der Klippe hängen bleibt, können wir uns den holen. Ne, kein Bock jetzt meine Ausdauer zu verbrauchen. Ich glaube, da finden wir auch leichtere Beute. Wieso sehen wir eigentlich so krass rot aus? Bestimmt, weil wir so hart verletzt waren, oder? Ist wahrscheinlich alles Blut. Gefällt mir aber irgendwie. Wir sehen echt böse aus. Aber irgendwo müsste hier vor uns ein Teno sein. Guck mal, hier beginnt auch der See. Da ist der Teno. Man kommt immer nicht so richtig an die ran, ne? Ist echt schwierig. Ich bleibe jetzt aber mal dran. Jetzt kommt eine Klippe vor ihm. Ja, jetzt können wir gut Schaden machen. Oh ja, das ist super gerade.
Und jetzt kommen hier wieder Klippen. Okay, wir haben ihn. Oh nein! Der ist einfach da in den Boden versunken. Egal, wir können essen. Ist alles gut. Sollte eigentlich die Organe rausholen, wenn das irgendwie möglich ist. Er hat auf jeden Fall hier noch schön hingekotzt. Ich glaube, die Organe kriegen wir nicht. Nee. Organe aufheben kann ich gerade nicht. Oh Mist. Das ist doch unlucky jetzt. Naja, ich kann essen. Das ist okay. Damit begnüge ich mich. Ist auch gut. Machen wir unseren Magen voll und die beiden Diäten. Ich liebe ja wirklich diese Gebirge hier, ne? Die sehen so schön aus. Ich werde jetzt aber einmal um den See herumgehen. Ich würde auch gerne noch was trinken, aber es ist mir ein bisschen zu gefährlich, glaube ich, mit den Crocs. Noch nicht. Noch muss ich nicht. Da wäre schon wieder ein Teno. Ist das AI? Das ist kein AI, oder? Ich glaube, das ist ein normaler Teno. Ist halt safe ein normaler Teno. Aua. Oh Gott, der hat mich gut getroffen. Das war schlecht. Ich muss gehen. Den Kampf hat er gewonnen. Ich hing dann auch an ihm fest und bin nicht mehr weggekommen. Das war sogar ein Admin. Sehr gut. Das sieht schon wieder sehr atmosphärisch hier gerade aus. Ist auch sehr starker Regen. Aber wir müssen weiter. Ich bin so hungrig. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite von dem See kommen. Ja, die Diät ist jetzt weg. Das heißt, wir kriegen jetzt Negativwerte. Aber das wird jetzt wieder eine harte Zeit. Es wird ein Kampf ums Überleben jetzt werden. Der Magen ist jetzt auch rot. Das heißt, ich sprinte jetzt nochmal kurz. Oh, es geht sogar. Aber es wird trotzdem unsere Diät nicht auffüllen. Also zumindest nicht vollfüllen. Aber immerhin kriegen wir jetzt keinen Schaden mehr. Das war's auch schon. Irgendwo hier vorne müsste der Knochen liegen. Oh, das ist sogar irgendwas Großes. Ein Stego. Okay. Das ist sehr gut. Oh, das ist ein Teno. Zwei Tenos. Oder kommen ganz viele. Na, ist egal. Wir haben uns gut voll gefuttert. Boah, das sieht ja wieder cool aus hier. Wir gehen ins Regenbogenland durch das Tor. Das ist halt wieder im Wasser, das Essen. Ne? Das gibt es nicht. So ärgerlich. Das heißt, damit kann ich halt nichts anfangen. Schade, schade. Aber das Gute ist, hier an diesen Stellen kann man perfekt trinken. Hier kann dann eigentlich nichts passieren. Da ist ein kleiner Stego.
Muss er hin? Seh die Fußspuren. Der wäre perfekt. Ich kann nicht zubeißen. Oh, ich hab den Bug. Oh mein Gott, hat der ein Glück. Er wird sich jetzt an die Wand wahrscheinlich stellen. Ich habe jetzt schon wieder nicht mehr so viel Ausdauer. Was mache ich jetzt dagegen? Es wäre echt gut gewesen, hätte ich ihn da gebissen bekommen. So was Ärgerliches. Ah, ich hasse diesen Bug. Den hatte ich in letzter Zeit so häufig schon. Geht wieder an die Wand. Ich habe halt nicht so ewig Zeit, ne? Wegen meinem Mageninhalt. Na, wir chillen noch ein bisschen. Na, ich bin leider nicht erwischt. Das ist so schwierig. Ich weiß nicht genau, was ich gegen ihn machen soll. Ich kann halt einfach nur chillen. Und noch ein bisschen abwarten. Wenn ich noch ein, zwei Hits lande, dann geht ja auch sein Mageninhalt runter. Durch meine Bakterien. Es kann halt auch gut sein, dass andere Stegos hier vorbeikommen. Ja, da sind halt andere Stegos. Das ist halt echt ein Problem. Und er ruft nach Hilfe. Sehr gut. Du bleibst schön da. Wir hungern dich aus. Bleib schön an deiner Mauer. Ich glaube, ich werde eher hungrig sein als er. Na, wir werden sehen. Das kann mich halt echt umbringen, wenn ich jetzt hier bleibe. Ich bin am Überlegen, ob ich weiterziehe. Muss halt Fressen finden. Ich habe halt nicht mehr viel Nahrung.
Und ich weiß halt nicht, wie weit der schon unten ist vom Essen und Trinken. Ich meine, ich habe schon ein paar Bisse gelandet, also eigentlich sollte das helfen. Aber am besten wäre halt, wenn ich meinen starken Biss halt lande, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob die normalen Bisse auch diese Bakterien inserieren. Oder ob es nur der starke Biss ist. Es ist so schwierig, an Stego ranzukommen. Irgendwas anderes kommt da. Da ist ein Raptor. Da oben. Die werden bestimmt auf mich gehen. Ich bin auch hier echt nah am Wasser. Ich muss aufpassen. Oh, der Raptor ist da oben drüber. Ja, was mache ich jetzt? Ich brauche halt Nahrung. Und wenn der Raptor jetzt sein Rudel holt, habe ich ein Problem. Ich glaube, ich muss gehen. Ah, er rennt, er rennt. Aber einfach nur bis zum nächsten Felsen. Ich bin halt super hungrig. Ja, den werde ich nicht mehr rechtzeitig erlegt kriegen. Ist echt schade. Komm, ich gebe ihm das Zeichen, dass er erlöst ist. Ich kann nicht callen. Ich kann auch nicht beißen. Ach, ich bin schon wieder verbuggt. Jetzt geht's wieder. Wie kommt denn immer dieser blöde Bug? Den habe ich in letzter Zeit so häufig. Ich hau ab. Das lohnt sich nicht. Wir brauchen Nahrung. Also wenn ihr wisst, wie man diesen komischen Bug, dass man nicht zubeißen kann, umgehen kann. Oh! Als ob. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Jetzt will er doch Ärger, oder was? Okay. Keine Zeit dafür. Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr einen Weg wisst, wie man diesen komischen, dass man nicht zubeißen kann, Bug umgehen kann, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Weil der hätte hier den Kampf, glaube ich, ganz anders aussehen lassen. Hätte ich da direkt schon so einen starken Biss gelandet, das wäre echt gut gewesen. Ich tue gerade mal so, als ob ich ihn nicht sehe. Ne, ich gehe weiter zum Knochen. Ja, der Knochen ist halt wieder safe im Wasser. Na, ganz toll.
ich muss es jetzt riskieren, glaube ich, daran zu kommen. Aber jetzt kommt noch Ausdauer. Ich spiele aber auch aktuell echt viele Leute Stego auf der neuen Karte. Ich glaube, der Stego ist halt so broken wie noch nie. Weil die anderen Dinos einfach auch total die Ausdauerprobleme haben. Der ist halt im Wasser. Da kommen wir halt gar nicht ran an den Knochen. Ja, ich glaube, wir werden jetzt einfach verhungern. Das ist echt bitter. Es war ein doofer Move von mir, dass ich da gegen den gekämpft habe. Aber der Cerato ist auch echt unersättlich. Das muss man einfach sagen. Ja, der Magen ist jetzt rot. Ich kann nur hoffen, dass das Fressen da oben nicht im Wasser ist. Ich kann halt auch gerade gar nicht mehr sprinten. Oh, das ist, glaube ich, ganz nah am Ufer. Aber trotzdem unter Wasser. Ich sehe es nicht. Wir kommen da nicht ran. Ah, das ist so belastend. Aber da ist wahrscheinlich auch ein Croc. Viel zu gefährlich. Ich kriege schon Schaden. Also meine Idee ist jetzt, weil ich ansonsten hier nichts mehr rieche, einfach an den Strand zu gehen und nach Schildkröten Ausschau zu halten. Ansonsten werde ich halt einfach verhungern. Da habe ich einfach zu lange gekämpft. Ich bin halt jetzt wieder in dem typischen Gateway-Teufelskreis. Keine Ausdauer, kein Essen. Und dann kann man halt nicht mehr sprinten. Man kann nur noch ganz langsam suchen. Und dann läuft man irgendwo hin. Dann sind die Sachen im Wasser. Dann kommt man da nicht ran. Das ist schon echt sehr, sehr mies. Ja, bei meinem Glück ist das jetzt auch irgendwo im Wasser. Aber das ist halt auch echt blöd, dass man die Sachen, die unter Wasser sind, auch riecht. Ist ja auch irgendwie unrealistisch, ne? Aber das baitet einen halt immer. Man geht dann immer Umwege, was einem gar nichts bringt. Ich werde jetzt noch ein Stückchen ins Wasser reingehen, aber ich glaube nicht, dass es hier nah dran ist. Weil das ist irgendwo da super weit draußen, sonst wird sich das viel mehr bewegen. Schildkröten sind halt auch nicht hier. Das heißt, ich werde einfach sterben vermutlich. Alles, was hier zu essen ist, ist im Wasser. Und Ausdauerrecken kann ich auch nicht mehr. Weil so im normalen Gehen reckt man mittlerweile halt keine Ausdauer mehr. Ich müsste so gehen, damit ich Ausdauer regeneriere. Da kann ich mich halt auch hinlegen. Aber im letzten Mal, als ich hier war, waren hier auf jeden Fall Schildkröten. Da hatte ich sogar noch eine gegessen. Ah, sehr unlucky. Aber das ist dann hier halt echt so der klassische Gateway-Tod. Fühlt sich halt echt blöd an, dieses Ausdauersystem. Es macht halt auch das Spielgeschehen so unfassbar langsam. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal auf die alte Karte wechseln würde, was ich vielleicht nächstes Mal tun werde, dann wird sich das wieder so anders anfühlen. Es wird sich alles so dynamisch und schnell anfühlen. Ich hätte wahrscheinlich auch mit dem alten Ausdauersystem safe überlebt, weil ich halt viel mehr Orte hätte abchecken können. Ja, und die ganzen Dinger hier sind wahrscheinlich alle im Wasser einfach. Das ist halt echt mies. Ich hätte nicht die Zeit verschwenden sollen mit dem Stego. Da kann man machen nichts. Ich wollte halt auch endlich fighten, weil ich die ganze Zeit niemanden getroffen habe, den ich hätte potenziell gut fighten können. Ja, da komme ich nicht ran an das Essen. Wir sind tot. Einfach verhungert. Ich glaube, das, was ich gerade am meisten bereue, ist, dass ich den Kampf nicht zu Ende geführt habe. Ich hätte halt einfach aggressiv gegen den Stego kämpfen können. Hätte ich gewusst, dass ich jetzt hier einfach so verhungere. Aber kann man halt vorher nie wissen, ne? Man weiß ja nie, wo dann, dass man kein Essen findet und so. Und das war's mit uns. Ah, das fühlt sich echt doof an. Ah, ich weiß nicht. Also Gateway ist ja schon hübsch, ne? Aber dieses Ausdauerding, das... Ah, ich weiß nicht. Also es stört mich halt jedes Mal. Ihr kriegt das ja immer nicht so mit, weil ich ja das im Video rausschneide und so, wenn ich langsam gehe oder regeneriere und sowas. Aber diese ganzen Wartezeiten, das fühlt sich einfach nicht gut an. Ich vermisse halt wirklich schon die alte Karte so ein bisschen. Also nicht optisch vermisse ich die, aber ich vermisse die halt einfach vom Spielerischen her. Weil irgendwie hat sich das ganz anders angefühlt. Ihr könnt auf jeden Fall auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, wie sich Gateway für euch anfühlt. Kann sehr gut sein, dass dieses Video leider nicht so viel gekämpft wurde oder dass es ein bisschen kürzer ist. Aber ja, was soll man machen? Ist halt leider nicht so viel passiert. Falls es euch dennoch gefallen haben sollte, dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Das würde mich echt unterstützen. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt.
Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.